Es ist wieder Freitag und das heißt Stars and Stories von und mit Alisa Schmidt, Miley Cyrus, Crow und vielen, vielen mehr. Ich bin Aaron und das ist Nathalie. Viel Spaß dabei. Alles richtet sich danach, auf jeden Fall. Was Alisa Schmidt mir noch alles gesagt hat, das sehen wir gleich. Jetzt erstmal das Weekly Update. Ist Alisa Schmidt mit meinem Kameramann Timo Schmidt verwandt? Das habe ich sie nicht gefragt, aber das müsstest du Timo einfach nochmal fragen. Place to be Awards-Gewinnerin Anna Lewandowska zeigt... Ist doch die Frau von Robert Lewandowski. Dann heißt sie doch Anna Lewandowski. Ja. Fehler! Nein, im Polnischen werden die Frauen auf A und die Männer auf I geschrieben. Das heißt, wenn wir heiraten, bist du Nathalie Troschka und ich bin Aaron Troschi. Ja. Ah, okay. Sie zeigt uns jedenfalls, wie süß eine Sporteinheit sein kann. Die Frau von FC Bayern-Fußballer Robert Lewandowski trainiert zusammen mit ihrer kleinen Tochter im Gym. Die erst 3 Jahre alte Clara kann bei den Burpees mit ihrer Mama auf jeden Fall schon mithalten. Aaron, hast du das neueste Video von Rapper Crow gesehen? Eigentlich schaue ich alle, aber das letzte auf Instagram habe ich nicht gesehen. Da hast du was verpasst, denn er hatte Langeweile und er hat eine neue Maske und für alle Mädels, er ist oberkörperfrei. Das ist ja ein super Bingo. Während er neue Songs schrieb, fiel ihm auf, dass alle Lieder immer 3 Minuten lang sind. Deshalb zeigte er sich live auf Instagram mit einer neuen Maske und wollte vor laufender Kamera ein Lied komponieren, was nur 10 Sekunden geht. Da er sein Keyboard noch nie zuvor benutzt hatte, klappte das nicht so gut. Er vertröstete seine Fans auf später. Bau ein Lied nach dem anderen, alle gehen 3 Minuten lang, ich guck mir die Welt an, alle releasen Tracks, alle machen ganz normale Songs, alle gehen immer 3 Minuten lang. Und irgendwas langweilt mich daran. Ich glaube, ich habe irgendwie Bock, einfach mal 10 Sekunden, ich mache jetzt einfach mal einen Track, der 10 Sekunden geht. Baby Boom bei den Victoria's Secret Models. Komisch, war Corona, nichts zu tun, paar Monate später, tada! Wann wirst du schwanger? Nachdem die Niederländerin Romy Street ihre unerwartete Schwangerschaft im Mai bekannt gab, kündigte das schwedische Model Elsa Hosk im September ebenfalls an, Nachwuchs zu bekommen. Diese Woche reihte sich nun auch die US-Amerikanerin Karlie Kloss mit diesem Video in die Reihe der schwangeren Victoria's Secret Angels ein. Mama und Papa sagen immer, geh zur Schule, studier, dann ein richtiger Job, so wird was aus dir. Es gibt einige Promis, die haben ihre Schule abgebrochen oder das Studium und sind trotzdem Milliardäre geworden oder Millionäre. Haben auf jeden Fall eine Menge Geld. Deutschlands bekanntester und erfolgreichster Rapper hat übrigens schon in der 9. Klasse die Schule abgebrochen. Wir reden von Capital Bra und das sind 3 Klassen mehr, als ich ihm zugetraut habe. Der aus Berlin stammende Musiker Capital Bra musste in seiner Kindheit öfter die Schule wechseln wegen Schlägereien. In der 9. Klasse reichte es ihm dann und er hat die Schule abgebrochen. Trotzdem schaffte er es mit seinen Texten oft an die Spitze der Charts, dass er sogar die Beatles im historischen Vergleich überholt hat. Sag mir nicht, dass du mich liebst. Sag mir nicht, du bist verliebt. Und sag mir nicht, dass du mich brauchst. Denn du hast meine Liebe nicht verdient. Stark. Tja, hast du nicht geschafft. Nee, habe ich nicht geschafft. Aber ich bin fest der Meinung, ich finde ja Capital Bra gut. Aber wenn die Beatles in der heutigen Zeit mit den Möglichkeiten, dann wären die jenseits von Gut und Böse. Vom Bad Boy zum Model. Anna Wilken schmiss für Germany's Next Topmodel ihr Abi. 2014 nahm die damals 17-Jährige an der Castingshow von Heidi Klum teil und ließ dafür ihr Abitur sausen. Im Nachhinein hätte sie das gerne durchgezogen und sich lieber ein Jahr später bei der Show angemeldet. Sie erzählte aber im Place to Be Podcast, dass es sich damals richtig angefühlt hat. Was lernen wir? Geh zur Schule. Aber nicht nur die deutschen Promis haben ihre Sachen geschmissen, die internationalen, da gibt es ganz viele andere, die haben gesagt, ha, Bildung brauche ich nicht. Harry Potter-Star Daniel Radcliffe dreht, seit er 11 Jahre alt ist, Filme. In einem Interview mit der US-amerikanischen Zeitung Parade erzählt er, dass die Lehrer ihm in der Schule sein Selbstbewusstsein zerstört hätten. Erst Harry Potter half ihm, seine Unsicherheit abzulegen. Deshalb brach er die Schule ab. Schauspielkollegin Miley Cyrus stand ebenfalls schon mit 14 Jahren vor der Kamera, für Hannah Montana. Ihre Eltern probierten es erst mit Homeschooling und später mit Unterricht am Set. Einen Schulabschluss machte Miley aber nicht, da sie sich vollkommen auf ihre Karriere als Schauspielerin und Sängerin konzentrieren wollte. Ryan Gosling hatte ganz andere Gründe, nicht zur Schule zu gehen. Er wurde gemobbt und deshalb von seinen Eltern zu Hause unterrichtet. Als er mit 12 Jahren Britney Spears, Justin Timberlake und Christina Aguilera beim Mickey Mouse Club kennenlernte, begann seine Schauspielkarriere und er brach später seine Schullaufbahn ab.
Was alle eint, sie haben es auch ohne ihre Abschlüsse zu Megastars gebracht. Von den Schulabbrechern zu den Studienabbrechern. Bibi und Julian, ja, unsere YouTube-Superstars, die haben beide ihr Studium abgebrochen. Läuft aber auch so bei denen. Das stimmt. Beide zogen nach dem Abitur von Köln nach Siegen. Julian wollte BWL studieren und Bibi Sozialwissenschaften. Aufgrund des steigenden Followerwachstums und der großen Beliebtheit ihrer Videos auf Social Media brachen sie ihr Studium ab und konzentrierten sich auf ihre YouTube-Karriere. Und das ist zweifellos aufgegangen. Sängerin Lena Meyer-Landrut war ebenfalls in der Uni eingeschrieben, hat dann aber auch keinen Bock mehr gehabt. Keine Zeit. Ja, Zeit. Die 29-Jährige gewann 2010 den Eurovision Song Contest. Kurz darauf schrieb sie sich an der Universität zu Köln für Sprachen und Kulturen Afrikas sowie Philosophie ein. Wegen den Arbeiten an ihrem dritten Album ist sie jedoch nie hingegangen. Aber auch die erfolgreichsten Menschen dieser Welt haben ihr Studium frühzeitig hingeschmissen. Facebook-Gründer Mark Zuckerberg studierte 3 Jahre lang Informatik und Psychologie an der renommierten Harvard University. 2005 brach er sein Studium ab, um sich voll und ganz auf Facebook zu konzentrieren. Heute hat er ein Vermögen von über 100 Milliarden Dollar. Auch Microsoft-Gründer Bill Gates war an der Harvard University eingeschrieben. Nach 2 Jahren beendete er jedoch sein Studium vorzeitig, um sich dem Aufbau seines Technologieunternehmens zu widmen. Heute ist er mit 119 Milliarden Dollar der drittreichste Mensch der Welt. Aber nicht alle Stars ließen die Uni für die Karriere sausen. Es gibt noch welche mit Anstand, so wie Emma Watson. Der Harry Potter-Star beendete sein Studium in englischer Literatur 2014. Oder Schauspieler Hugh Jackman, der seinen Bachelor in Kommunikationswissenschaften absolvierte. Schauspielkollegin Eva Longoria feierte 2013 ihren Masterabschluss an der California State University. Sänger John Legend studierte erfolgreich Englisch und afroamerikanische Literatur. Und Friends-Darstellerin Lisa Kudrow kann einen Bachelor in Biologie vorlegen. Auch der weltberühmte Filmregisseur Steven Spielberg nahm 2002 an seiner Absolventenfeier teil. Er hatte nach 66 Urlaubssemestern sein Studium in Filmkunst abgeschlossen. Übrigens, der mit über 180 Milliarden Dollar reichste Mensch der Welt, Amazon-Gründer Jeff Bezos, hat sein Informatikstudium an der Princeton University beendet. Im Live-Talk hatte Natalie wieder einen Gast. Besser geht's nicht. Alisa Schmidt, Deutschlands schönste Leichtathletin. Und sie hat mir erzählt, wie ihr Alltag so als Sportlerin aussieht und was sie so zum Ausgleich in ihrem Privatleben macht. Momentan ist es recht viel. Also wir trainieren zwischen 2 bis 4,5 Stunden am Tag. Und das ist dann schon hart. Vor allem, wir machen dann eine lange Einheit, deswegen ist man danach auch wirklich platt. Also wenn ich vormittags trainiere, passiert bei mir den ganzen Tag nichts mehr. Deswegen schaue ich, dass ich meistens auch gegen Abend hin oder so gegen 15 Uhr trainiere und dann so gegen 19 Uhr oder so fertig bin, dass ich dann nur noch esse und ins Bett falle und morgens dann sozusagen was für die Uni mache, weil ansonsten schaffe ich wirklich gar nichts mehr. Alleine meine Freizeit, wann ich irgendwie aufstehe, wie viel Schlaf ich brauche, alles richtet sich danach, auf jeden Fall. 2017 wurde sie von verschiedenen Zeitungen als schönste Leichtathletin bezeichnet und dann ging es Social Media technisch hoch. Und ist sie arrogant geworden? Ist sie gar nicht. Und sie hat auch ihr Verhalten auf ihren Kanälen nicht verändert. Es war September 2017 ungefähr. Und ich habe das erst gar nicht mitbekommen. Mein Bruder hat mich dann irgendwann angeschrieben und meinte, Alisa, was schreiben die denn da im Internet überall über dich? Und ich habe natürlich auf meinem Instagram-Account gesehen, dass ich halt relativ schnell, das war innerhalb von einer Stunde, schon recht viele Follower zu bekommen habe. Aber ich habe mir nichts dabei gedacht und habe mich natürlich gefreut und dachte mir, ach cool. Und dann habe ich mich mal gegoogelt und dann kamen da plötzlich so viele Artikel in allen möglichen Sprachen über mich und vieles konnte ich natürlich auch gar nicht lesen und ich konnte mir auch gar nicht erklären, warum die jetzt alle über meinen Account geschrieben haben. Und das war zu Anfang schon sehr komisch, muss ich sagen, auch das irgendwie meinen Eltern zu erzählen, warum ich jetzt plötzlich auch so viele Follower dazu bekommen habe, weil die waren gar nicht mit diesem Instagram-Thema irgendwie. Damit haben die einfach gar nichts am Hut und das war auf jeden Fall sehr komisch, plötzlich auch irgendwie was zu posten, ne? Weil es ist schon ein Unterschied, ob das irgendwie 5000 Leute sehen oder dann 100.000 Leute. Also in meinem Privatleben hat sich dadurch eigentlich nichts verändert. Ich habe immer noch die gleichen Freunde und den gleichen Umkreis und auch im Sport hat sich dadurch nichts verändert. Aber natürlich hat es trotzdem viele Türen für mich geöffnet. Gerade in der Leichtathletik ist es halt einfach nun mal nicht so, dass man davon leben kann. Und durch Social Media fällt es mir halt deutlich einfacher, einfach mich auf den Sport zu konzentrieren, dass ich nicht irgendwie noch einen anderen Nebenjob brauche, wo ich dann vielleicht viel unterwegs bin oder viel auf den Beinen bin, weil dann funktioniert das Training ja auch gar nicht mehr. Man muss natürlich auch schon, dass man ausgeruht ist und fit ist an dem Tag oder an jedem Tag natürlich. Und von dem her war das natürlich schon für mich deutlich einfacher dadurch. Alisa ist allerdings kein Single für alle. Oh, ich bin weg.
Genau, sie ist schon seit 4 Jahren mit ihrem Freund zusammen, den hält sie aber ganz bewusst aus der Öffentlichkeit raus. Kommst du jetzt vielleicht wieder? Ja, okay. Viel Glück euch beiden. Also wenn mich jemand fragt, dann sage ich auch immer, ich bin vergeben. Wir sind jetzt am Sonntag 4 Jahre zusammen. Ja. Genau. Und ja, ich will aber trotzdem nicht, dass es auf meinem Social-Media-Kanal eine Rolle spielt. Erstens ist mein Freund da so, dass er das einfach gar nicht seine Welt ist. Er persönlich ist auch kaum auf Social-Media unterwegs. Und ich glaube, es ist auch echt nicht einfach, eine gesunde Beziehung zu führen, wenn die so in der Öffentlichkeit ist. Deswegen haben wir da eigentlich, sobald es angefangen hat, ja, sobald es mit Instagram bei mir quasi groß oder größer geworden ist, haben wir gesagt, okay, das wollen wir dann lieber raushalten. In der Inspiration of the Week geht es um heute. Denn was für ein Tag ist heute? Freitag, ab 13 Uhr Feierabend. Heute findet der sogenannte Transgender Day of Remembrance statt, welcher an die Opfer transphobischer Gewalt erinnert. Auch Stars wie Schauspielerin Sarah Ramirez oder Moderatorin Jamila Jamil machen mit Posts darauf aufmerksam. Aber es erlangte auch ein Video zu dieser Thematik innerhalb der letzten Wochen über 500.000 Aufrufe. Die 20-jährige Jessica ist Transgender und hat sich über die Jahre hinweg stark verändert. Jessica hat exklusiv mit uns gesprochen. Was geht? Mein Name ist Jessica Delein, ich bin 20 Jahre alt, der ein oder andere kennt mich vielleicht von TikTok oder YouTube. Und ja, ich wurde als Junge geboren, das heißt, ich bin Transgender. Unterbewusst habe ich das eigentlich schon immer gewusst, dass ich ein Mädchen sein möchte. Ich konnte das halt nie so richtig beschreiben und in Worte fassen, okay, was stimmt jetzt nicht mit mir? Als ich dann 11, 12 war, habe ich dann meine Mutter angerufen auf der Arbeit und habe zu ihr gesagt, ja Mom, hör mal, ich glaube, ich bin im falschen Körper geboren. Ich glaube, ich möchte lieber ein Mädchen sein. Ich meine, wenn man 2, 3, 4 Jahre alt ist und man sich schon in diesem Alter in der weiblichen Rolle viel, viel wohler fühlt, man dort schon mit Puppen spielt oder mit Lego, aber dann immer das Mädchen sein möchte. Als wir auf dem Schulhof gespielt haben, ich wollte immer eine Frauenrolle haben. Und da war es mir noch gar nicht klar, was eigentlich nicht mit mir stimmt und dass überhaupt irgendetwas nicht mit mir stimmt. Aber mein Unterbewusstsein hat dort mir schon gezeigt, okay, du bist im falschen Körper geboren. Die Reaktion von meiner Familie und meinen Freunden war überwiegend positiv, muss ich sagen. Also, wie gesagt, meine Mutter hat mir direkt geholfen, sie hat es direkt akzeptiert. Sie hat es auch keinen einzigen Moment in Frage gestellt, sondern sie hat direkt gehandelt, sie hat mir direkt geholfen, nach Ärzten mit mir gesucht. Und ich bin ihr wirklich sehr, 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 sehr dankbar dafür. Ich habe auch ziemlich früh mit den ersten OPs angefangen. Es waren insgesamt 3 Stück, die gemacht werden mussten. Ja, es war sehr, sehr, sehr schmerzhaft. Aber ich muss sagen, seitdem ich die OPs hinter mir habe, ich weiß, ich bin angekommen. Ich weiß, ja, Jessica, das bist du. Mir ist auch sehr wichtig, anderen Transleuten Mut zu machen und zu zeigen, hey, es ist nicht schlimm, dass du anders bist. Und es ist nicht schlimm, dass du trans bist. Das war's für heute von Place to Be, Stars und Stories. Wenn es euch gefallen hat, lasst mal ein Like da, kommentiert. Bis zum nächsten Mal.